Dritte binomische Formel, wir machen dann ein paar Übungen. Ich bitte auf folgende Fallen zu achten. Das sind solche Fallen, wo man denkt, hier geht gar nichts. Hier glaubt man im ersten Fall, ah, nee, das muss ja da, nee, die Reihenfolge stimmt nicht. Das ist aber nicht schlimm. Hier kann man es noch lösen. Hier kann man sagen, das erste lasse ich, 3 minus x. Und hier schreibe ich einfach 3 plus x. Das geht. Weil hier nichts davor steht, ist ein Plus und dieses Plus von der Plus 3 kann ich weglassen. Jetzt kann ich wieder was mit anfangen. Ne? Das ergäbe dann automatisch 3 mal 3 ist 9 minus x Quadrat, Gesundheit. So, aber jetzt hier, was mache ich hier? Vorsichtig, minus Plus muss es heißen bei der dritten. Nochmal die dritte hingeschrieben, in Klammern a plus b mal in Klammern a minus b ist ja a Quadrat minus b Quadrat. So. Schön, hier haben wir kein Plus und Minus, keinen Wechsel. Aber das macht nichts. Das können wir in diesem Fall umwandeln und können sagen, das ist genauso wie 4 minus x in Klammern zum Quadrat. Und jetzt können wir weitermachen, das ist nämlich dann die zweite. Gut, Achtung, hier angeschmiert. Hier stimmen zwar die x, das Minus und Plus wechselt auch schön, aber 3 und 4 ist nicht ein Einzel, also das Gleiche. Diese Variable b drückt ja aus, dass es das Gleiche sein muss. Also hier. Keine binomische Formel, hier müssen wir ausmultiplizieren. Mache ich jetzt nicht. Achtung, hier wieder. Plus, Reihenfolge stimmt. Oh, schade, es wechselt nicht. Entweder hier muss ein Minus stehen oder hier. Dann können wir hier aber wieder sagen, das ist genauso wie x plus 3 in Klammern zum Quadrat. Und machen dann wie hier oben weiter. Gucken wir mal noch, was für Fallen kommen können. Erstmal keine Falle. Hier kann ich sagen, Wurzel aus x Quadrat ist x. Ich fange mal mit Minus an, minus 9. In Klammern mal x plus 9 in Klammern. Das geht noch, das war keine Falle. Hier scheint eine Falle zu sein, aber was kann man notfalls tun? Richtig, die Wurzel aus x, mal sehen, wenn ich schreibe, na, Wurzel aus x minus 8 mal Wurzel aus x plus 8. Wenn ich das wieder ausbaldovere und sage hier, wenn ich das quadriere, dann heißt das Wurzel aus x mal Wurzel aus x. Und das ist genauso wie die Wurzel aus x und dann quadriert. Wir wissen aber, die Wurzel und das Quadrat heben sich gegenseitig auf, also ergibt es dann wieder x. Das würde funktionieren. Also in diesem Fall kann man sich dann mit solchen Sachen noch ein bisschen behelfen, aber die Fallen stecken meistens hier oben in diesem Falter. Wenn es dann beim Üben noch was anderes auffällt, dann machen wir das. Unser Ziel ist ja, Summen zu kürzen. Also wenn wir sagen, normalerweise ist es ja verboten zu kürzen, wenn ich eine Summe stehen habe. Beispiel 1 plus 9 und das alles durch 5. Dann darf ich. Nee, warte mal, ich mach's mal noch schlimmer, dass es ein bisschen doof aussieht. Hier. Da ich sage, hurra, die 5 und die 10 kann ich kürzen. Das geht nicht. Aber ich kann Folgendes machen: Ich kann sagen, das ist 11 und dann durch 5. Und das kann man wieder kürzen. Nicht so richtig, aber das wäre dann 2,2. Gut, also wie gesagt, Summen kürzen. Und da kann man sich mit der binomischen Formel, mit allen dreien, eines Tricks bedienen. Nur mal ein Beispiel, wenn ich schreibe, x hoch 4 minus, nehmen wir es mal ganz einfach, durch 36 und hier unter dem Bruchstrich steht, x plus 6, x Quadrat plus 6. Dann ist es hier eine Summe, nämlich x hoch 4 plus minus 36, deswegen sage ich hier dazu zu der Differenz auch Summe. Und hier unten habe ich eine Summe. Also um Gottes Willen. Aber wir wissen, mit Hilfe der dritten binomischen Formel kann ich hier Folgendes draus machen. Das ist x Quadrat minus 6 mal in Klammern x Quadrat plus 6. Mein Bruchstrich drunter und hier unten steht x Quadrat plus 6. Aha. Klammern darf man setzen. Man muss sie nicht, aber jetzt mache ich es mal, weil es übersichtlicher ist. Also ich setze hier eine Klammer drum und jetzt sieht man, ich kann gleich durch einen gesamten Klammerausdruck kürzen und es bleibt das übrig. Also das echte Ergebnis ist dann x Quadrat minus 6. Und jetzt kann ich die Klammer wieder weglassen, weil sie mit nichts mehr weiter multipliziert wird als mit 1. Gut, das bis dahin, das ist jetzt Ausgangspunkt unserer Übung. Ich werde einige Sachen hinschreiben, dann wieder Pause machen, aber das kennen wir ja schon. So, hier haben wir schon mal zwei Aufgaben. Wir haben erste und zweite Bifo gemischt, ne? Also dann hier unten das. Irgendwas stimmt hier mit den Tabletten nicht. Soll Y heißen. So, dann ich mache Pause und dann sehen wir uns wieder. Also kürzen und vereinfachen kann man nur, wenn Faktoren da sind.
Gucken wir uns das obere nochmal an, weshalb das auch einen Faktor darstellt. Bloß nochmal zur Wiederholung. Das ist in Klammern a plus b mal in Klammern a plus b. Das bedeutet, die Klammer mal die Klammer heißt die Klammer zum Quadrat. Und wenn ich jetzt hier unten die dritte binomische Formel anwende und sage, das ist in Klammern a plus b mal in Klammern a minus b, dann habe ich hier zumindest die Möglichkeit zu kürzen. Jetzt bleibt das übrig. Daraus jetzt was zu machen, ist ein bisschen gewagt. Könnte man vielleicht, aber lassen wir es jetzt im Moment mal stehen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, dann kann man ja weitermachen. Vielleicht könnte man weitermachen, aber ich schreibe es jetzt erstmal so in Klammern, einfach plus a plus b durch a minus b. Das nehmen wir jetzt erstmal als Endergebnis. So ähnlich jetzt hier dran denken, Faktoren draus machen, hier unten. Genau, eine Schülerin hat das schon so gesehen. Ich mache das jetzt mal ausführlich. Ich lasse mal das Quadrat ganz bewusst weg, damit man es besser sieht, was dann übrig bleibt. Ich ersetze das mal so. Also, dann kann man hier wieder rauskürzen, die Geschichte, und dann ist es so wie im oberen Fall im Prinzip. Bloß, dass jetzt oben mal eine Geschichte mit dem Minus steht. Also x minus y durch x plus y ist das vorläufige amtliche Endergebnis. Na, so. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir machen mal noch ein paar Kleinigkeiten. Wenn ich so einen Term da stehen habe und ich sage, ich möchte durch Erweitern, durch kluges Erweitern, wieder was anderes draus machen, sodass ich vielleicht Faktoren hinkriege, mit denen ich dann besser arbeiten kann. Das also umständlicher machen. Aber nur teilweise. Dann sieht man Folgendes nicht. Man sieht nicht, dass man hier Klammern rumsetzen darf. Was spricht denn jetzt dagegen, zu sagen, ich erweitere mal. Und zwar, in diesem Fall, wir nehmen mal das. Wir erweitern mal mit m plus n in Klammern. Das heißt, wir machen oben und unten das Gleiche. Und was kann man jetzt aus dem Ganzen wieder machen? Jetzt sieht man es schon. Hier raus machen wir m Quadrat minus n Quadrat. Und hier unten machen wir m plus n in Klammern. N in Klammern zum Quadrat. Das war eigentlich jetzt die Rückwärtsentwicklung. Machen wir mal was aus einem anderen Fall. M plus N durch M. Wie kann man das ohne binomische Formel erstmal doch vielleicht ein bisschen einfacher machen? Ich erinnere nochmal. 2 Drittel plus 3, nö, 2 Drittel plus 5 Drittel darf man hinschreiben als 2 plus 5 Drittel. Macht mal was aus der Idee, ob man hier was kleiner machen kann. Ja, jetzt hat sich hier eine Schülerin gesagt, warte mal, das kann man ja so ähnlich wie hier unten, bloß rückwärts auftrennen, dann kann man es kürzen, stimmt. Dann heißt das unterm Strich aber 1, 1 durch 1 ist 1, plus n durch m. Das ist jetzt nicht viel schöner geworden als das. Aber solche Ideen, die müssen wir einfach mal im Kopf behalten. Mit den Zahlen sieht man eher, was passiert. Wie könnte man vielleicht diesen Ausdruck von eben, also hier m plus n durch m, mit irgendwas, wir basteln uns mal so eine schwierige Aufgabe draus, sodass wir dann hinterher sowas wieder haben, irgendwie verunstalten, sodass wir eine Aufgabe draus bauen, die wir jemand anderen geben können. Macht mal irgendwie ein paar Ideen, ganz egal. Schöne Idee, wir erweitern mal nicht mit m plus n, sondern mit m minus n. Jeweils in Klammern. Nochmal zur Kontrolle, ich habe das blau nochmal hingeschrieben, ich habe das eingeklammert. Wenn ich das hier wieder wegkürze, bleibt wieder das Schwarze stehen. Dann würde was oben draus werden. Das ist doch eine widerliche Aufgabe, na klar. Wenn man sowas sieht hier, dann kriegt man doch das Heulen, dann sagt man sich, verdammt, was soll denn hier draus werden? Aber wir wissen, dass wir ausklammern können und dann kommen wir schnell wieder zurück. Aber genauso, hat jemand noch ein Rätsel aus dieser eben beschriebenen Aufgabe? Mit was anderem erweitern? Vielleicht nur mit einem Buchstaben? Mal sehen. Noch eine schöne Idee. Das Schwarze, ich habe das Gleiche nochmal hingeschrieben, wir haben damit erweitert. Und das oben als Summe hingeschrieben und unten auch. Schön widerlich. Eine ideale Aufgabe, um die rückwärts wieder zu lösen, sodass letzten Endes nur das Schwarze wieder rauskommt. Und das ist ja dann herzlich wenig. Wenn ich das dann noch irgendwie vereinfachen möchte, habe ich bloß noch 1 plus n durch m. Also das wird noch schöner. Gut, machen wir das mal mit anderen Buchstaben. Oder hat jemand noch eine Idee? Noch eine Idee?
Wir haben einfach mal bloß mit x hoch 4 die ganze Sache erweitert, dann hier unten das x hoch 4 so verunstaltet, das haben wir dann so gelassen und oben haben wir mal ausmultipliziert, sieht auch richtig schön eklig aus. Hat jemand noch eine Idee mit dem, vielleicht mit m oder n noch erweitert, nur mit m oder n? Mal sehen, was da passiert. Also ich habe es in diesem Fall mal selber gemacht, das sieht aber gar nicht so schön aus. Also da kamen die Schüler auf bessere Ideen. Hier oben, das war hier die ersten beiden, die sind richtig schön widerlich. Da kann man richtig jemanden mit ärgern. Oder hier, wunderschöne Idee. Gut, jetzt hören wir an der Stelle auf. Wir machen Pause. Punktrechnung, Vorstrichrechnung. Genau.